Microsoft Studios. Undead Labs. Unreal 4 Engine. Damit sage ich hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen State of Decay 2. Ja, das ist diesmal ein Spiel, was wir nicht großartig durchspielen können, glaube ich. Aber ich möchte es ganz gerne, ja, ich sag mal so einige Folgen mit euch spielen. Und entsprechend habe ich gedacht, fangen wir auch gleich mal damit an. Das hier ist ein Zombie Überlebens-Survival, wo wir eine Gemeinschaft gründen müssen, diese versorgen müssen, die Moral oben halten müssen und so weiter. Die Einstellungen habe ich soweit alle schon vorgenommen. Wir können nochmal reingucken bei So wird gespielt, das ist State of Decay 2. Du kontrollierst eine Gemeinschaft aus Überlebenden nach dem Ausbruch einer Zombie-Apokalypse. Jeder Überlebende ist einzigartig. Sollte er sterben, ist der Tod endgültig. Du musst dich in die Wildnis hinauswagen, um überlebenswichtige Ressourcen für deine Leute zu finden. Das ist quasi Ziel des Spiels. Moral, davon haben wir gerade gesprochen. Auf dem Basisbildschirm siehst du die Moral deiner Gemeinschaft. Ist die Moral niedrig oder hoch, wirkt sich das auf die Leistung deiner Gemeinschaft aus. Erhöhe die Moral, indem du Anlagen baust oder die Bedürfnisse jedes einzelnen erfüllst. Gut, das einfach mal eben vorweg als Erklärung. Ich denke mal, das können wir im Optionsmenü auch noch wieder mit aufrufen. Und wir gründen eine neue Gemeinschaft. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn deine Gemeinschaft wachsen soll, musst du dich mit Nachbarn anfreunden. Okay. Da haben wir jetzt unseren Charakterauswahlbildschirm. Wir haben hier griesgrämige Geschwister, Victoria und Manny. Dann haben wir alte Freunde, Jonah und Vance. Beziehungspause, Nat und Victoria. Dann haben wir noch Aspen und Alicia, seltsames Paar. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Manny heißt in Wirklichkeit Emanuel. Mechanik kann der gut. Ich hätte ganz gerne so ein Allrounder-Team. Kabel ist dort sehr gut. Dort auch wieder. Misha ist gut im Cardio. Eigentlich kann Manny nur als Mechaniker agieren. Ja. Ich weiß auch nicht. Handwerk schießen kann er auch gut. Ja, wir nehmen den mal. Ich glaube, die gefallen mir. Aspen und Alicia. Seltsames Paar. Wenn die Zombies nicht wären, hättet ihr euch nie verliebt. Ihr habt euch in einen Wald getroffen, Überlebende aus verschiedenen Welten, ohne ein Zuhause. Obwohl sich eure Wege vielleicht nie gekreuzt hätten, seid ihr jetzt untrennbar. Als ihr euch dem Flüchtlingslager der Armee nähert, hofft ihr, dass euch dieselbe Apokalypse, die euch zusammengebracht hat, nicht wieder auseinanderreißt. Das klingt ja fast herzzerreißend. Also nehmen wir die beiden. Verwahrlostes Ödland. Shit, shit, shit! Was sind die? Bullies! Welcome to the camp. Let's go, let's go! Los doch, einer!
Ja, wir sind dabei. Offensichtlich. Und damit beginnt das Spiel auch. Willkommen im Camp Osprey. Betritt das Flüchtlingslager. Da oben stehen unsere Missionen, die wir zu erfüllen haben. Jetzt stehe ich durch. Ist aber gar kein Problem. Wir sind ja dazu da, dass wir uns absprechen und ich euch das auch vorlesen kann. Right. The woods were way better than an army base stocked with food. Okay, dann gehen wir mal durch die Gegend. Wollen wir nochmal mit ihr sprechen? Wir müssen in Bewegung bleiben. Dieses Tor hält nicht ewig. Richtig, gehen wir los in Lebensmittel ein. Wie ein Unterschied. It's not a bad idea. Machen wir. Not a bad idea. Also, a good idea. Also, ich habe den ersten Teil damals mal so ein bisschen gespielt gehabt und ich fand's echt cool. Also, oh. Komm her! Der ist hin, oder? Jetzt ist er hin. There's brainless in here. Werbesymbol bedeutet, dass deine Waffe. Maybe that's why there's nobody here. What the hell? Where did everybody go? Wir sind hier in einem Dixie-Klo-Lager. Ein Camp. Fast ein Festival sein, ne? Aber... Oh, sieh an, was ist da? Durchsuchen. Wenn man schnell durchsucht, weiß ich noch aus dem ersten Teil, ist man lauter. Und dann werden die Gegner auf einen aufmachen. Oh, 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 oh. Hallo. So, Erfolg freigeschaltet. Na? Mit dem Ärger im Angesicht. Ups. Komm, wir durchsuchen nochmal wieder stark. Ja, ein bisschen was zum Heilen bekommen wir gerade schon mal. Das ist nicht so schlecht. Durchsuchen das Flüchtlingslager nach Vorräten. Ist auch unsere Mission. Das machen wir ja eher ein bisschen schneller, wenn wir auf uns zukommen. Das ist ein paar ins Gesicht. Da haben wir noch eine Kiste. Schneller zoomen. Oh. Mal gefundene Gegenstände. Also Verband. Nutzbar, Gesundheit wiederherstellen. 0,3 Pfund. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Hält eine große Menge Gesundheit über Zeit wieder her. Kann unterbrochen werden. Okay. Dann haben wir Tüte mit Snacks. Nutzbar, Ausdauer wiederherstellen. 0,2 Pfund. Voller Kalorien und Konservierungsstoffe. Stellt sofort Ausdauer wieder her und lindert für kurze Zeit den Hunger. Oh, oh, oh. Was willst du denn? Komm her, du! Oh, haben wir noch ein Messer dabei? Was brauchen wir einen Baseballschläger? Oh, warte. So. Den haben wir niedergestreckt. Hm. Ja, ich sehe gerade, dass unsere Waffe rot ist. Der Baseballschläger, der ist ja auch hin, oder? Wie machen wir das Inventar auf? Warte mal. Umdrücken? Nee. Damit gehen wir zur Seite. Ah, nach unten. So, Holzschläger. Parieren. Nö, ich möchte den ganz gerne ausrüsten. Oder wegwerfen? Kann man das auch ablegen? Der ist doch hin. Gut. Dann haben wir ihn nicht mehr ausgerüstet. Dann sind wir jetzt nur noch mit unserem Messer unterwegs. Wir haben im Übrigen unten, wie man sehen kann, links Ausdauer, das blaue, und rechts ist unsere Lebensanzeige, das rote. Komm mal her. Ein bisschen schneller. So. Wir haben noch eine Option dazu bekommen. Und zwar, optional, finde eine neue Waffe, um deinen ramponierten Schläger zu ersetzen. Da gucken wir nach. Wir nehmen das Planschbecken. haben wir hier noch was hinter? Eine Mülltonne gefunden. Okay. Ist hier noch irgendwas zu suchen? Also dafür, dass das Gatter nicht lange halten soll, hält es ganz schön lange. Wir gehen mal weiter im Camp. Ich habe nur, um mal reinzugucken, hier bis hier vorne, bis zur Abgrenzung. Durch den Festtagsschmuck habe ich gespielt gehabt, um einmal eben reinzugucken und zu schauen, ob das Ganze genauso funktioniert wie die alten Teile. Hier, guck mal, springen können wir auch.
wenn man das so nennen kann. Hier, jetzt. Mit Anlauf. Also nicht wirklich großartig, was wir an Sprungkraft haben. Was ist denn hier? Achso, ich kann mit Alicia reden. This is officially the shittiest refugee camp I've ever seen. Yo, keep it together. Hm. Hier gibt es überall Generatoren und sowas, also Stromgeneratoren. Haben wir hier noch was? Aber wir können hier mal die Kommode durchsuchen. Und finden wieder eine Tüte mit Snacks. Nehmen wir einfach mal mit. Erfolg! 5 Zahnpasta. Zahnpasta von ja. Keine Ahnung, was das soll. Und was haben wir noch? Ah, sieh an! Ein Rohr! Damit haben wir auch den Teil abgeschlossen, von wegen finde nochmal wieder was, um dich wehren zu können. Also um den Schläger zu ersetzen. Ausrüstung. Jetzt haben wir Metallstange. Die hält hoffentlich ein bisschen länger. Ja, ganz cool, wenn man hier irgendwie noch so ein, ein Crafting-Menü hätte, wie das beispielsweise bei Dead Rising der Fall ist. Dass man da, oder auch bei The Last of Us, dass man da irgendwie was hey, dran basteln check out kann. These notes. You know, I'd write one for you if you got lost. Why am I the one who's gonna get lost? Okay, you can write one for me then. Damn. Whatever. Thanks for fantasizing about me going MIA. Let's just keep moving. Na, lass uns weiter. Okay. Hier liegen Schlafsäcke. Leute, nur ein Rucksack dabei. Und nimm dir keine Schlafsäcke. Hier ist nochmal wieder ein Schrank zum Durchsuchen. Hier ordentlich. Zack. Da haben wir wieder ein bisschen Verband. Was? Was? Gefundene Strände. Nachricht von der Anschlagtafel. Schriftliche Überreste. 0,1 Pfund. Der Rückzug ist falsch. Wir haben einen Eid geschworen, diese Menschen zu beschützen. Wir dürfen sie in Zeiten der Not nicht im Stich lassen. Schließt euch uns an. Rettet unsere Nation. Wir sind die Rote Klaue. The Red Claw. Okay. No Retreat. Kein Aufgeben. Beziehungsweise kein Rückzug. Hi. Ja, kommt doch her. Block dir eine mit der Eisenstange. Bang, bang, bang. Und helfen. Bang. Komm her. Ja. Also bisher geht's noch, aber ich meine, das ist hier mit Sicherheit auch Tutorial-Bereich. Da haben wir nochmal wieder Verband. Könnten wir eigentlich auch mal benutzen. Wir haben ja schon ein bisschen Energie verloren. Mal gucken wir uns das mal an, wie das Ganze funktioniert. Verband. Verwenden. Okay. Energie wieder voll. Der Schrank ist nicht lootbar. Die leuchten immer die Sachen, wenn wir die looten können. Das bedeutet, hier können überall Schränke und so weiter und so fort rumstehen, müssen aber nicht durchsuchbar sein. Civilian Services. Mal Taschenlampe an. Kein Rückzug. Wir öffnen. The hell is this place? Ah, es ist ein bisschen dunkel hier, ne, Leute? Da können wir nichts mehr. Ja, ist doch gut. Ich habe doch die Taschenlampe angemacht. Musst du mir nicht die ganze Zeit einblenden. Wie hier durch? Oh, warte mal. Was ist denn? Ich dachte, da hätte was gebringt. Shut tight. Okay, aufgebrochen. Get it off me! Schließen. Oh. Was ist denn da los? Na? Warum können wir nicht helfen? Oh, geht doch. Mann! Du. He's just like the muerto we saw inside the gate. Zombie. Ziel, geh weiter und suche dir einen anderen Weg aus dem Lager. We both had worse. Die Stange ist auf jeden Fall noch immer sehr gut intakt.
Haben wir den? Können wir nochmal gucken. Es ist durch den Taschenlampenkegel, da sieht man echt wenig. Hi, Alicia. Wollt ihr gerade eins überbraten? Okay, so, da raus. Gehen wir nicht im Weg. Öffnen. Ja, wieder aufgebrochen. Und dann können wir hier mal looten. Was haben wir denn da? Verhaltensregeln für Camp Osprey. Richtlinien für Bürger im Camp Osprey. Keine Feuer, kein Vandalismus oder schlechtes Verhalten. Keine lauten Geräusche nach Sonnenuntergang. Nicht genehmigte Vorräte werden beschlagnahmt. Toiletten dürfen außerhalb der vorgesehenen Hygienetage nicht verwendet werden. Okay, es gibt Hygienetage. Was machen die sonst? Hochziehen oder was? Verbleibe stets in deinem zugewiesenen Wohnsektor. Evakuierte dürfen das Lager ohne Erlaubnis des Zivilkontrollamts nicht verlassen. Jede Krankheit und jeder Tod ist unverzüglich zu melden. This place had more rules than fucking high school. Ich weiß nicht, ob wir das später irgendwie brauchen oder glaube nicht. Vielleicht für unser eigenes Camp. Wir werden das auch machen. Und wir werden dann sagen, jeden Freitag dürft ihr auf Toilette gehen. Sonst nicht. Shit, my spine is really itching. I'm sorry. I'll be faster next time. Ist jetzt auch irgendwie so ein Gang durch nichts? The fuck is all this? Oh. Alter, hier vergammeln ein paar Leute. War das hier so ein Hinrichtungsstab oder sowas? Oh, du hast da. Echt? Rechten Träger. Ach so. Oh, was? Weg mit dir. Das ist nasty. Exakt. Okay, hier geht's weiter rein. Das sieht echt so aus, als wurden hier Leute hingerichtet. Liegen da nicht umsonst alle auf einem Haufen? Oder das ist der Misthaufen, den sie dort hatten, für Leute, die verstorben sind? Dringe tiefer in das Lager. Ich bin nicht meds, aber ich werde etwas suchen, das Alicia. Don't worry. Okay. Wir sind dabei. Laut durch den. Oh. Da ist irgendwer auf uns aufmerksam geworden. Ah, sie haben. Können wir ihr das geben? Sprich mit Alicia. Wir sollen sicherer. Sollten ein paar Medikamente für dich suchen. I'm down. Okay. Das machen wir. Können wir vielleicht einfach irgendwie was übergeben? Bett ablegen. Ablegen. Da. Nicht? Können wir es jetzt auch wieder aufheben? Sure. Bitte. Genau, ich würde das ganz gerne wieder nehmen. Also, mit Verband gibt sie sich nicht zufrieden. Oh, was haben wir denn hier? Mülltonne und so. Nichts zum Besuchen, oder? Ne, hier unten ist auch nichts. Oh, was? Aha! Ist mir egal. This is useful, but it won't do anything for that fever. So. Wir würden dir ganz gerne einen Snack geben, aber Gesundheit ist bereits voll. Ja, ich möchte das ganz gerne Fische geben. Leben, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Da können wir uns auf jeden Fall aufleveln. Gehen wir wieder auf Inventar. Rucksack haben wir zwei. Taschen haben wir auch ein paar.
haben wir so ein Messer abgelegt. Das scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Mich würde allerdings interessieren, wie das Ganze hier vonstatten geht. Wie kriegen wir das denn hin? So wird gespielt und so weiter und so fort. Das hatte ich ja schon gesagt, da werden wir es vermutlich finden. Vielleicht haben wir jetzt gerade noch nichts, was wir ihr geben könnten. Wenn ja, checke ich einfach nicht, wie das funktionieren soll. So. Wir können auch nur sein Inventar aufrufen. Ich hoffe, das wird uns bei Zeiten noch erklärt. Can we just leave this party? We can make it. Just keep quiet. So, wir gehen mal langsam und vorsichtig voran. Und vielleicht kann man die von hinten überwältigen. Ja, wäre ja nicht schlecht. Mehr T und X. Wow. Okay, der ist hin. Klappt tatsächlich. Machen wir gleich nochmal. So. Da vorne sind eine ganze Menge und ich weiß nicht, wie das Ganze ausgehen würde. Oh. Hi. Was zum Teufel bist du? Get to the ladder. Jojo, let's go, let's go. Okay. Bin dabei. Hallo Leute. Hat. Weg. Schnell mal hochklettern. Können die auch klettern? Wait, what do you Zelt da oben. The last evac trucks left days ago. My girl heard the army ran these camps. Where is everybody? Orders came in to close these camps down and move on. No more army, my man. Not here. Just a few of us dumb enough to stay behind. Only me and the doc survived. Hey, not an exaggeration. My brain is on fire. Oh, shit. Tell me what bit her. Was this real nasty fucker? All covered in blood? What's wrong? This is bad. Real bad. You need serious help. Doc should still be down at the S&B. Tell her I sent you. Was? Wo ist der Doc? Da vorne drin? Okay, hast du auf sie auf, oder was? Hier geht alles den Bach runter. Schaut, was der Doc tun kann, und dann haut ab. Glad to help. Danke für deine Hilfe. Gut. Gehen wir mal hier runter. Man, ah, cool, man kann auch runterrutschen. Das ist gut. Hey, Freunde. Weg. Na, Leute. Guck hier schön durch den Zaun. Hm. Oh. Du bist der Doc. Where did you two come from? I thought civilians had been gone for days. Bist du der Arzt? Der Soldat dort hat uns Spiel geschickt. Still trying to be. Was your friend bitten? That's my girl. It was a zombie with blood on the outside. I'm so sorry. You should come with me. Wie kann man sowas hier heilen? Das wäre natürlich mal. Oh God. Was anderes im That's what bit me. One of those things. It's called blood plague. It's very contagious and it doesn't take long to do its job. What do you mean? That's gonna happen to me? Not as long as I'm around. Hey, I could use your help. Okay, ich komm. Take your flashlight, go in there and look for a sample case. I need you to bring it to me. Materialienkoffer mit. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. Okay. Hätte das schon sein? We developed a cure, but it only works if you use it soon after infection. Oh. The army took our lab. Weiß das wieder was Schlimmes? So, gefunden! Seuchenprobe. Eine ekelhafte Gewebeprobe eines Seuchenzombies oder Seuchenherzens. Wird für die Herstellung der des Blutseuchenheilmittels in der Krankenstation benutzt. Okay, haben wir. Char geben, was du gefunden hast. Das ist unser nächstes Ziel. Machen wir. So. Did you find it?
Leider keine Medikamente, dafür das hier. No cure? Not good. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, it's checkout time. Fucking Zeds are swarming the perimeter. Plague zombies too. I know you want to save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that legacy die here. Other survivors are gonna need your help. Like her. Okay. But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. But make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. Mari, ist das hier Mari? Müssen wir das beenden? Bitte nimm diese Waffe dringend zu Ende, wo ich nicht fähig war. Verstanden. Wir haben eine Waffe. Rüste die PPK aus, die dir Char gegeben hat. Das machen wir. So. Aufrüsten. Mit linken Trigger können wir zielen. Das ist also ihre Freundin. Die guckt aber nicht noch zu, oder? Tut mir leid. Perdóname. May God watch over you. Pardon, möge Gott dich beschützen. Tja, der wohl auch nicht mehr. Und nie gehört, dass Zombies in den Himmel kommen. Was? Da sind wir hier. Noch mehr können wir hier jetzt auch nicht mitnehmen. Gut. Und sonst gibt's ja auch nichts. Da. I know I have a hard time letting people take care of me. For what it's worth, I'm glad we're together. Don't worry. I ain't doing the apocalypse without you. Klingt fast so, als wäre das die, ja, viel, noch wie vielte Apokalypse. Thank you for doing what I couldn't. We gotta decide something before we go. Bevor wir gehen, müssen wir eine Entscheidung treffen. Welche? Ich habe ein paar Vorräte mitgenommen. Wir sollten verschwinden, bevor das Lager überrannt wird. Danke für die Hilfe, Doc. Wie kommst du zurecht? Wie geht's dir? Danke. Sure thing. Ja, und was ist mit deiner Entscheidung? Wir müssen einen Ort finden, an dem wir uns niederlassen können. Es gibt hier in der Nähe drei Städte. Eine oder im Vorgebirge, eine Ober im Vorgebirge. Was ist denn das für ein Deutsch? Eine Ober im Vorgebirge, also eine Oben im Vorgebirge, eine draußen auf dem Plateau und die letzte liegt unten im Tal. Vorgebirge, Plateau. Plateau. Das ist interessant. Ich sag mal Vorgebirge. Einverstanden. I'm riding shotgun. Ihr sitzt vorne. I hope your driving is good. Das werden wir feststellen. Einsteigen? Ja. Alle mal rein. Wir haben hier ein schönes Sheriffs-Fahrzeug. Womit? No more army, huh? Ich kann nicht lenken. Okay. So, how do we survive now? Hey, come on. Guck euch das an. As long as we're together, cooler Sonnenuntergang. We can make it through anything. State of Decay 2. Jedes Fahrzeug hat ein Inventar, auf das du von hinten. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, Fahrzeuge haben auch Inventare und darauf können wir irgendwie zugreifen. Vermutlich Koffer an. Das ist cool. Ich denke mal, umso kleiner das Fahrzeug, umso kleiner das Inventar davon. Damn, we're out of gas. Guess we better start scavenging. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. Oh, I've literally never felt worse in my life. We have to find a place to settle down.
Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Hey, wir müssen ein Someplace we can build what we need to keep your friend from dying. Sehr schön. Dann suchen wir uns jetzt. Mehrspieleroptionen sind jetzt verfügbar. Stelle deine Präferenz für den Mehrspielermodus ein. Du kannst das später im Einstellungsmenü ändern. Präferenz. Ich sag mal, wir machen offline. I saw a decent home site right before we ran out of gas. Also reise zu dem Standort, der auf deiner Karte markiert ist, um ihn als potenzielles Zuhause auszukundschaften. Okay. Öffne die Karte. Knopf. Das hier ist. Okay. Wegpunkt gesetzt. Gut. Dann latschen wir mal dahin. Oh, haben wir hier noch was? Ja. Listen, take a seat. Relax. Leave this place to me. Damn right. Nichts gefunden. Wir öffnen. Oh, hier. Jemand auf Klo? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Okay, die beiden bleiben hier. Und wir müssen jetzt 22 Meter da hinten rüber. Wir könnten ja das Auto wieder mitnehmen. Ja, komm. Fährst mit, ne? Was ist los? Oh, wir haben kein Benzin mehr. Okay, wir müssen laufen. So. Na, komm her, du. So. Und Pott. Oh, this place might be worth looking at. Mhm. Da hinten ist das Haus, wo wir hin sollen. Sieht interessant hier aus. Zwischen dich ruckelt das mal, also. Weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Spiel zusammenhängt, mit der Sichtweite eventuell. Immer in die Einstellung. Gameplay, Grafik. Was ist denn hier mit Voreinstellung? Nee. Kann man anpassen, brauchen wir auch nicht. Erweiterte Grafik. Haben wir alles auf Ultra. Nachbearbeitungsqualität, Umgebungsverdeckungsqualität. Spielhilfe, ja, normal. Bewegung, Steuerung, Gameplay. Housing, keine Ahnung, können wir drin lassen. Game. Qualität ist Ultra. Teilstufe der Welt. Bitte Nachbearbeitung. Okay. Screen Space Selection. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also an sich läuft es ja flüssig und dann gibt es wieder Momente, wo das gerade ruckelt. Ich glaube, das ist, wenn er dann irgendwie in der Ferne was aufbaut oder so. So, komm her. Einen Klick. Better than nothing. Und, oh, habe ich nicht nachgeguckt? I'm here to ask though. Oh, wir haben ultraleichter Rucksack. Mit 6 Rucksackplätzen. Oh, den können wir nicht mehr mitnehmen. Ja, du blast auch nicht, schade. Warte mal, dann werfen wir das mal weg. Legen. Und nehmen uns einen Rucksack mit, oder? Ja. So. Okay, wir haben gerade keine Plätze mehr, wo wir das ausrüsten können. Leute, wir sollten das Haus dort hinten mal eben untersuchen. So. Den werden wir mal eben ganz still killen. Still killen. Komm her. Yo, that spot could be the new digs. Das könnte unsere neue Bude sein. Für die Barrikaden da drumherum und so weiter und so fort. Meine Fresse. Das hatte sich wohl jemand anders auch schon gedacht, oder?
Na komm. Können wir ja auch hinrennen. Oh, jetzt kommt er. Komm her. Patz. Ordentlich niedergerockt. Komm wieder rein. Ey. Okay. Rückwärts aufgemacht. Schließen. Ciao. Oh, was? Bang, bang, bang. So. Schließen. Schließen. Jetzt. Grasa macht das Gatter wieder zu. Na, was ist hier? Oh, ich wollte nicht rein. So sicherst du ein Gebäude. Um ein Gebäude zu sichern, musst du jeden Raum durchsuchen, der auf der Minikarte markiert ist. Zusätzlich musst du alle Zombies an diesem Standort töten. Sobald du es gesichert hast, wird vorübergehend eine Zone daraus, in der keine neuen Zombies erscheinen. How many times do you think people have lived here? Don't think about that shit. It'll just fuck you up. Da lief gerade draußen einer. Hast du ihn? Oh, hi. Komm her. Bang. Yeah. Bang. 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 One more hit on that one. What? Der ist voll aufgemacht. Der klebt aber trotzdem noch dran. Ja, komm her, du. Wirst du? Mach das Tor zu. Komm rein, mach zu. Oh. Nein, ich möchte nicht mit Marlin sprengen. Ich möchte das Tor zu. Locked up. Nothing heard that. Wir hoffen, es hat niemand gehört. Oh, was ist das denn? So, wir sichern das Ganze hier jetzt. Hier haben wir ein Lager, so wie es aussieht. Zombie. Wo denn? So, hier unten drin. Ah, toll. Wenn die draußen machen können. Sag mal, wo findest du die denn alle, mein Freund? Wir gucken nochmal im Garten. Vor. Können wir auch nochmal schließen. Mal drum rumrennen, eben alles absuchen. Also noch haben wir keine Zone daraus gemacht. Hallo? Irgendwo ein Küchenzombie? Time to stake our claim and move in, before someone else shows up. Hey Doc, we found a spot that should work well as our new home base. Once you claim the site, my patient and I will meet you there. Okay, hier können wir die Heimbasis beanspruchen. Interagiere mit der Campinglampe und erfülle alle Aufgaben, um eine Basis zu beanspruchen. Basis beanspruchen. Was sind alle Funktionen? Dots insgesamt 10. Kannst du das mal ausblenden, dann kann man den Kram da oben auch lesen. So, kann's losgehen. Bei Umzügen werden Anlagen ausgelöst und Ressourcen zurückerstattet. Konstruktion erfolgt nach Umzügen schneller. Cool. Und vor potenzielle Heimatbasis. Ein kleines, aber leicht zu verteidigendes Haus mit ausreichend Platz für eine kleine Gemeinschaft. Bestätigen. That will let me treat this illness and eventually make the cure. Okay. Unfortunately, we don't have all the resources we need to build it. Ja, ist bloß ein bisschen dunkel hier drin, ne? Den Lichtschalter anmachen? Ne. Oh, Rucksäcke mit Ressourcen sollten im Lager abgeliefert werden. Ja, natürlich. Oh, ein 7er Rucksack. Aber den hier können wir jetzt erstmal ablegen. Can't carry that. Oh. Hier, den 7er nehmen wir mal mit. Ich würde auch das ganz gerne nochmal wieder mitnehmen. Wer weiß, ob wir es brauchen. Ein bisschen Heilung haben wir. Eine Flasche mit schwachen Schmerzmitteln. Ja, damit haben wir doch, glaube ich, schon mal alles. Das ist auch cool. Dann haben wir unser erstes Basislager. Und dann müssen wir uns, glaube ich, im Verlauf weiter erschließen. Was ist denn... Yo, how about we go teach that asshole a lesson? Catch you later, guys. Lass dir mal im Lila klappen.
Drücke nach unten, um die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu überprüfen. Okay. Seht ihr, jetzt so langsam erschließt sich das Spiel auch. Diesen Bedürfnisse der Gemeinschaft. Oh, die haben Hunger? Stabil. Status ist stabil. Okay, was haben wir hier? Anlage bauen. Eine Werkstatt, eine Küche. Okay, dafür müssen wir Ressourcen sammeln. Aber sollte ja machbar sein. Wir haben ja jetzt einen größeren Rucksack und können das Ganze auch so in Angriff nehmen. Das klingt doch gut. So. Ist klar, aber ich denke mal, da machen wir beim nächsten Mal weiter. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei State of Decay 2. Ciao.